Wollte auch schon mal Let's Plays machen, aber mir fällt irgendwie kein Name für den Kanal ein. Wie wär's denn mit Flatbrain Checkass? Ist doch gar kein schlechter Name für den Kanal. Oder einfach nur Flatbrain. Oder Flatass Checkbrain. Oder Brainass Flatcheck. Flatcheck. Hm. Komm schon, willst du mich verarschen? Habt ihr das gesehen? Ich dachte schon, er fällt um und dann, bäm, rappelt er sich wieder auf. Das ist das Äquivalent dazu, dass der Basketball im Basketballspiel noch so um den Korb kreist und dann so rausspringt. Das gibt's doch nicht. Bist du schon gehypt auf die PS5 oder wie ist das bei dir so? Hast du vor, dir die zu holen? Also holen werde ich die mir garantiert wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich. Mal schauen, was Microsoft noch im Petto hat für ihre Xbox Series X. Aber dadurch, dass die zumindest angekündigt haben, alle Spiele auch auf dem PC zu bringen, macht das als PC-Besitzer dann gar nicht mehr viel Sinn, sich die Konsole zuzulegen. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich die PS5 als Favorit von den beiden auf jeden Fall. Ja! Umwerfend. Und richtig gehypt bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das schon mal in dem Let's Play gesagt. Ich glaube, das liegt einfach dran, wenn man seit 30 Jahren Konsolenwechseln mitmacht. Früher war halt der technische Schritt zwischen den Generationen riesig teilweise. Und das ist jetzt nicht mehr so. Was ist denn mit dem Kater? Ah, oh. Du kannst die offen lassen. Passt eh. Ja genau, auf jeden Fall bin ich deswegen nicht wirklich aufgeregt, weil ich mir denke, ist halt auch nur eine aufgebohrte PlayStation 4 im Endeffekt. Aber die Tatsache, dass man wirklich mehr, also dass durch die SSD-Technologie anscheinend keine Ladezeiten mehr vorkommen, weil es nicht mehr notwendig ist, ist, glaube ich, schon aufregend, weil dadurch können Spiele wirklich ganz anders designt werden. Es ist ja nicht nur, dass es keine Ladebildschirme mehr gibt, sondern die ganze Architektur von Maps und so weiter kann sich dadurch komplett verändern. Und da bin ich gespannt, ob man da wirklich was merkt, ob da große Schritte gemacht werden. Aber die ersten Jahre wird eh wieder alles Multiplattform für die alten und die neuen Generationen gemacht. Also das dauert. Aber ja, genau. So, viel zu ausführlich beantwortet die Frage. Ja, geschafft endlich. Ziemlich cool, oder? Genau, auf den Preis bin ich natürlich auch noch gespannt. Ach nix, der Kater war anscheinend nur vor meiner Tür ganz aufgeregt, weil ich so geschrien habe. Jetzt hat die Merlin ihn reingelassen. Jetzt hat er kurz einen Kontrollgang gemacht, hat gesagt, okay, ist alles noch gut hier und ist wieder gegangen. Wollte nur mal schauen, ob alles noch cool ist. Ah, ja, ja, genau, kann ich mich erinnern. Ja, theoretisch bestimmt. Wir machen das auf jeden Fall so, wenn es auf der PS5 irgendein cooles Spiel gibt, das Multiplayer anbietet und das mich gerade reizt, dann werde ich das zeitgemäß auf dem Discord verkünden, damit man gemeinsam mit der Community spielen kann. Weil ich halt so Spiele eigentlich immer nur für einen kurzen Zeitraum spiele und dann interessieren sie mich nicht mehr und werden deinstalliert. Das ist immer ein kleines Zeitfenster nur. Deswegen werde ich mich beeilen, wenn es soweit ist. Ich bin bei so technischen Aussagen immer vorsichtig. Man muss sich nur mal die ersten Tech-Demos der PS3 damals angucken. Ja, ja, da wurde ja ganz viel mit den Trailern geblendet. Aber die Entwickler scheinen aufgeregt zu sein wegen dem Fakt. Also nicht nur in den Werbevideos der PlayStation, sondern auch was man auf Twitter so liest. Wenn man so hört, was Entwickler zur PS5 sagen, sagen schon viele, dass das wirklich durch die Technologie eine ganz neue Art wird, wie man Spiele macht. Und da bin ich gespannt drauf. Über eine laufwerklose Konsole. Ja, mit dem, da bin ich mir echt nicht sicher. Grundsätzlich kaufe ich nämlich meine Spiele fast nur noch digital, muss ich echt zugeben. Und insofern würde mich die schon reizen. Aber ein Patent, das ist aber nur ein Gerücht, also mit Vorsicht genießen, aber laut einem Patent
könnte man ahnen, dass die PlayStation 5 bis zur PlayStation 1 abwärtskompatibel ist. Und allein deswegen wird sich dann das Laufwerk schon lohnen, finde ich. Allein deswegen wäre das schon reizvoll, wenn es denn stimmt. Wenn es denn stimmt. Ganz vorsichtig mit der Aussage muss man sein, aber wenn es stimmt, wäre das natürlich schon ziemlich cool. Ich habe früher auch Spiele immer gerne in meinem Regal gesammelt, aber irgendwie wurden dann die Verpackungen immer liebloser und leerer und jetzt ist nicht mal mehr sowas wie eine kleine Map oder eine anständige Anleitung dabei und gleichzeitig wurden die Downloads immer komfortabler und schneller und durch die Switch bin ich jetzt echt umgestiegen, weil ich zu faul war, immer die Cartridges auszutauschen, ehrlich gesagt, und weil es viele Spiele auf der Switch halt nur digital gibt und jetzt habe ich einfach da eine riesige SD-Karte drin und 1000 Spiele und fertig. Das ist schon echt komfortabel. Ich finde es grundsätzlich, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich von allen Spielen, die ich mag, die riesen Collector's Edition und so weiter. Das finde ich immer noch viel besser. Aber diese lieblosen kleinen Plastikhüllen mit den Datenträgern, wo nicht mal das vollständige Spiel drauf sind, ist irgendwie eine Unverschämtheit. Da macht es mir keinen Spaß mehr. Leider. Babysplit freigeschaltet. Was? Neue Nebenquest freigeschaltet? Alter! Krass, krass, krass! Das sagt übrigens gerade die alte Frau. Leck mich am Arsch! Das ist... Also das hat gesessen! Ich muss die Stimme besser machen. Was für ein... Da haben sie diesen Monstrum namens Big Five ja aufs Herrlichste umgelegt. Ganz so wie Beowulf den Drachen. Madame, geht es Ihnen gut? Mir ging's nie besser. Was für ein sagenhafter Wurf. Hoffentlich hört mein verstorbener Gatte das nicht, aber ich glaube, ich habe mich gerade in ihren Wurf verliebt. Ach, ich sag's Ihnen, ich fühle mich direkt 50 Jahre jünger. Da muss ich Sie leider enttäuschen, Madame. Vor 50 Jahren waren Zack und ich noch nicht mal in Planung. Aber, Mr. York. Ein kleines Späßchen darf man einer alten Dame doch wohl noch erlauben, oder? Vater, ich kann so nichts mehr lesen, wenn du hier bist. Du. Ja, nicht so ans Mikrofon lehnen, bitte. Es ist wieder Zeit für die Catcam. Hallo, der Gannon ist da. Ja, Kleiner. Da, nehmen Sie das als Belohnung. Damit erkläre ich Sie offiziell zu meinem Nachfolger. Ihre Liebe und Zuneigung soll von nun an ganz dem Bowling gelten. Ganz dem Bowling? Ich fürchte, das wird wohl kaum möglich sein. Schließlich habe ich auch noch Zack. Sie haben auch einen Hund? Das sollte aber kein Problem sein. Ich kann schließlich auch nicht ohne meinen süßen Turkey. Kater, bitte. So. Genau. Man darf sowohl Bowling als auch sein Haustier gleichzeitig lieben. Hörst du, wie passend, Gannon. Zum Glück, da hattest du nochmal Glück, Gannon. Beinahe hätte ich dich fürs Bowling verlassen. Das ist so eine Regel, also gar kein Problem. Was wäre denn ein Problem? Na zum Beispiel... sich Filme wie The Big Lebowski anzusehen. The Big Lebowski ist ein super Film. Den muss man echt gesehen haben. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte den jetzt sofort gucken. Stimmt's, Gannon? Geht's auch sehr viel um Bowling. Na du. Das geht auf gar keinen Fall. Ich sage Ihnen, das ist Blasphemie.
zu behaupten, dass man Bowling liebt, nur weil man einen Film darüber gesehen hat. Dass das nicht angehen kann, muss ich Ihnen sicher nicht erst erklären. Jetzt dreht er sich weg von der Kamera. Lampenfieber. Wie dem auch sei, jedenfalls sind Sie ab heute mein Nachfolger. Und die Bahn hier dürfen Sie ab jetzt auch benutzen. Außerdem habe ich alles so eingestellt, dass Sie jetzt auch Split Games spielen können. Puh, seine Haare hat er hier gelassen. Die meisten anscheinend davon zumindest. Na dann. Na, 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 Catcam, ganz genau. Ja, unsere drei Katzen heißen Link, Zelda und Ganon. Eigentlich heißt er ja Ganondorf Dragmire, aber wir dürfen ihn Ganon nennen. Link und Zelda haben wir ja schon länger jetzt und Ganon seit jetzt zwei Jahren. Seit 2 Jahren knapp. Bei My Little Pony, eine Anspielung auf Doctor Who und Big Lebowski. Ja, Big Lebowski ist super. Den habe ich früher echt rauf und runter geguckt. Bemühen Sie sich also nach Kräften. Zack, ich habe zwar nicht ganz verstanden, wovon die Gute redet, aber jedenfalls scheinen wir ihr Nachfolger zu sein. Das ist mal ein ehrlicher Grund zur Freude. Aber hat sie allen Ernstes behauptet, The Big Lebowski sei ein Bowling-Film? Man mag denken, was man will, aber das war eindeutig ein Entführungsdrama. Wobei, eine Bowling-Szene kam, glaube ich, auch kurz vor. Auch kurz vor. In meiner Erinnerung ist 50% des Films irgendwie vor der Bowlingbahn. Ich weiß nicht, ob wirklich gebowlt wird, aber zumindest in der Bowlingbahn sind sie. Wie dem auch sei, wenn es um Bowling-Filme geht, kommt für mich nur einer in Frage. Rapid Fire, unbewaffnet und extrem gefährlich. Dwight H. Little, 1992. Dieser Film war sicher nur war nicht nur über alle Maßen realistisch, sondern auch von überbordender Originalität. Die Szene, in der Boothie den letzten Bowlingpin mit seiner Pistole abschießt, gehört in jedes Lexikon der Filmgeschichte. Dwight H. Little hat in diesem Meisterwerk wirklich sein ganzes Können bewiesen. Nachspielen sollte ich diese Szene hier allerdings nicht. Sonst ist mir die fürchterliche Strafe der Meisterin gewiss. Das stimmt wahrscheinlich. Nebenjob. Schauen wir mal. Ob wir das bei ihr jetzt kriegen. Was Bowling für mich bedeutet? Bowling ist eine Kunst, eine Kombination aus Schwerkraft, Geschwindigkeit und Reibung. Das perfekte Zusammenspiel von Körper und Geist. Wenn ich mich ganz aufs Bowling konzentriere, habe ich das Gefühl, dass mein Ehemann hier bei mir ist und mir dabei zusieht. Ich würde sogar so weit gehen. Ich weiß schon, die Stimme verändert sich bei jedem Satz. Aber ich komme irgendwie nicht in den alten Frau-Modus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Bowling ist meine Religion. Na dann. Ich speichere mal kurz zwischendurch, weil... Warum nicht? So, cool. Dann gehen wir jetzt in die Kneipe. Gehen wir jetzt in die Bar. Ich meine, wir haben ja nur eine Betäubungspistole mit Gummi geschossen. Damit könnten wir vielleicht den Pin sogar abschießen, ohne ihn zu kaputten. Und dann wäre alles gut. Und da haben wir wieder das böse R-Wort. Welches denn? Wo denn?
Religion. Ach so. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ich will das gar nicht unnötig zu sehr bashen. Ich persönlich kann nichts damit anfangen, habe keinen Zugang dazu und mir fehlt auch ehrlich gesagt das Verständnis. Aber für viele Leute ist das wirklich was Positives und das will ich denen auch gar nicht streitig oder kaputt machen. Und dass es irgendwie auch viele negative Gefilde, viele negative Auswucherungen ausarten kann, das ist sowieso klar, da muss man gar nicht drüber reden. Also kann man schon, natürlich, sollte man vielleicht auch, aber genau. Owl's Nest, ich komme. Yeah, Wyvern! Oh, die Brille sitzt ja gar nicht mehr richtig. So. Wahrscheinlich voll lauter Aufregung. Wahrscheinlich, als ich den Wurf gelandet habe, hat der Hase so What? Gemacht. Deswegen war die Brille nach unten. Kann ich verstehen. War auch ein atemberaubender Wurf.